Ich habe Magenkrämpfe bekommen. Ich bin in 5 Minuten schon mit Tobi im Fitnessstudio verabredet. So, Krafttraining geschafft. Jo. Yoga auch. Da schlafe ich, bin mit Andi verabredet für ein 3 Stunden Fahrradfahren. Moin Content! Moin Content! Tobi, ich habe Schafe gefunden. Reicht für heute. Gut, bis dann. So. Es ist ungefähr 7.20 Uhr. Ich bin frisch und munter. Hab gerade geduscht, wie man den Haaren unschwecken kann. Die sind definitiv noch nicht gemacht. Gleich frühstücke ich schnell. Denn ich muss um Punkt 8 Uhr fertig hier an meinem Lieblingsplatz im Homeoffice sitzen. Genau. Ich gebe gleich ein paar Seminare, ein paar Schulungen, kann man es nennen. Genau. Ja, heute ansonsten sollte eigentlich ein guter Tag werden. Es spricht nichts dagegen. 2 Einheiten stehen auf dem Plan. 1 Stunde sehr locker indoor auf dem Fahrrad. Und dann im Anschluss 1 Stunde Krafttraining im Fitnessstudio. Also heute nicht zu viel. Sollte heute entspannt werden. So, ich muss da dazu geben, ich habe eine große Schwäche. Und die sind das hier. Katjes Pandas. Die guten Lakritz Pandas von Katjes. Immer wenn ich irgendwie ein bisschen Stress verspüre oder ich Lust auf was Süßes habe, dann hole ich mir direkt Katjes Pandas. Und das ist wahrscheinlich nicht so das Beste, was die Ernährung angeht. Also nicht nur wahrscheinlich nicht, sondern definitiv nicht das Beste. Aber ich liebe sie einfach, deswegen, Reinhard. Jetzt zeige ich nur einmal, wie das hier bei mir aussieht, wenn ich virtuell Fahrrad fahre. Also ich sitze hier auf dem Rad, trete und trete und trete und vor mir aufgebaut ein Laptop mit der virtuellen Radwelt. Bewegt sich mein Avatar und fährt vor sich hin. Ja, ich sitze ganz normal im Wohnzimmer auf dem Fahrrad und lockere ein bisschen meine Beine. Ist unschön gerade, ich musste mein Training gerade nach einer halben Stunde abbrechen hier auf dem Fahrrad. Ich würde eigentlich nur eine Stunde sehr, sehr easy fahren. Eigentlich das ist das lächerlichste, das einfachste Training, was man sich so vorstellen kann.
ist eigentlich nicht mal Training, eigentlich ist das nur Beine ausschütteln, so ein bisschen die Beine wieder in Schwung kriegen nach, ja, nach dem Training am Wochenende. Aber ich habe Magenkrämpfe bekommen. Bisschen doof, nee, ich hatte heute Morgen so viele Meetings irgendwie beruflich, dass ich nicht so viel Zeit hatte für vernünftiges Essen. Da habe ich mir zwischendurch so eine seltsame vegane Pizza vom Aldi reingeschmissen in den Ofen. Und ja, das mochte mein Körper wohl nicht so gerne, weil mein Magen, ja, doof. Man lernt dazu. Ich muss mich ganz schön beeilen, denn ich bin in 5 Minuten schon mit Tobi im Fitnessstudio verabredet. Genau, Stunde pumpen und dann eine Stunde Yoga. So, Krafttraining geschafft. Jo. Yoga auch. Yoga auch. Aber jetzt war ich Yoga auch. Mehr schlecht als recht, aber wir sind da und haben uns Mühe gegeben. Ja, langer Tag, Feierabend, ab ins Bett, vorher noch Spaghetti und dann... Morgen die nächste Runde. Morgen nächste Runde. So, ganz schnelle Mittagspause zwischen den ganzen Meetings. Schnell einkaufen gehen, irgendwas Bock auf was Gesundes. Irgendwie, ob eine Reis-Gemüsepfanne wird es. Genau, heute liegt die überall Eis. Ich bin sehr froh, dass ich gestern Fahrradfahren war. Hatte so ein ganz kleines bisschen viel Hunger. Na, ehrlich gesagt sieht meine Portionen immer so aus. Machen wir nichts vor. Meine Portionen sind immer so riesig. Ja, ich habe Hunger. Und zwar immer. Immer Hunger. Hier, was habe ich hier gemacht? Sehr, sehr viel Reis mit 500 Gramm Tofu dazu und viel Brokkoli, also klassisches Sportleressen. Ich glaube, wenn man nach Sportleressen googelt, dann kommt ein Bild hiervon. Ja, das gönne ich mir jetzt. Habe ich sehr Lust drauf. Das schmeckt wirklich ganz gut. Ich mag das ganz gerne. Das ist irgendwie eins meiner Lieblingsessen. Ich weiß nicht warum, obwohl es so simpel ist, mag ich das sehr gerne. Hi, guten Abend. Ich sitze jetzt schon seit einer ganzen Weile hier am Schreibtisch, denn ich bastel gerade ein bisschen an unserer Webseite, der Webseite vom Team, team-lichte.de. Gerne abchecken. Und genau, da brauche ich gerade ein bisschen neue Features rein. Zum Beispiel wird man jetzt sehr bald, wenn ich damit fertig bin, da alle Zeitungssiegel, alle Podcast-Folgen und Fernsehauftritte, alle Videos und so von uns auf einen Blick sehen. Genau, gerne abchecken, wenn es online ist. Link natürlich in der Beschreibung. Bis dann! Heute ist Freitag und ich habe heute so viel Zeit wie lange nicht mehr, denn heute, ich will jetzt nicht Ruhetag nennen, aber heute ist ein ruhiger Tag, denn heute steht nur eine Einheit auf dem Programm, nämlich eine Stunde Krafttraining im Fitnessstudio. Ansonsten habe ich heute einen ruhigen Tag. Guten Morgen, Samstagmorgen, ich habe verschlafen. Ich bin mit Andi verabredet für 3 Stunden Fahrradfahren. Ja, ich muss mich jetzt beeilen, weil ich habe heute unbedingt noch was auf dem Plan. Ich muss heute unbedingt noch den Reifen wechseln, bevor ich losfahre. Denn der ist schon ganz schön abgefahren. Den wechsle ich jetzt auch schnell. Und dann ab aufs Fahrrad, ab zu Andi und frieren. Draußen ist richtig kalt, leider. Aktuell, ich glaube, minus 2 Grad. Ja, wird spaßig heute. Nee, ich freue mich wirklich drauf. Ich freue mich sehr drauf, aber es wird halt kalt. Reifen ist vorher gewechselt. Jetzt nur schnell einbauen. Dann flott frühstücken. Ab aufs Fahrrad. Und Spaß haben. Ja. We'll be right back.
Grad. Es ist unheimlich schön draußen hier heute. Blauer Himmel. Und Sonnenschein. Unglaublich. Aber es ist noch viel, viel kälter, als es schön ist. Also wir frieren ja gerade alles ab. Moin! Ich mach schon diesen Content hier. Moin Content! Moin Content! Moin Moin! So, Feierabend. Sehr, sehr schöne Tour. Hat richtig Spaß gemacht. 3 Stunden, relativ entspannt. Ein paar Intervalle zwischendrin. War super, hat Spaß gemacht. Das ist ein guter Start zum Wochenende. Ja. So, Sonntagmorgen, gerade aufgestanden, gefrühstückt und umgezogen mich auch schon. Ich muss gleich schnell los, denn ich treffe mich in 20 Minuten mit Tobi. Dann fahren wir 2 bis 3 Stunden zusammen. Und ich freue mich vor allem heute, weil in der Mitte ungefähr machen wir eine längere Pause und wir gucken unserem Kumpel Johann zu bei seinem Crosslauf. Der läuft hier in den Harburger Bergen einen Wettkampf und da schauen wir zu und freuen ein bisschen an darauf. Freue ich mich. Genau, Fahrrad steht bereit. Ich bin angezogen. Kann eigentlich losgehen. Ich freue mich. Tobi! Ja, Mann! Tobi, ich habe Schafe gefunden. Ne, wo? Oh. Wo? Da! Und zwar ganz viele. Und ich liebe Schafe, Tobi. Echt? Tobi? Ich mag auch Schafe. Wir lieben Schafe. Wir mögen Schafe. Ich könnte jetzt den ganzen Tag hier stehen, Pause machen und Schafe angucken. Aber wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Aber zu geil. Johann. Zu Johann. Oh, die Falschrücken, ne?